Herzlich willkommen bei Tirol heute am Samstag. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Wissen Sie, was jenisch bedeutet? Für viele Menschen in Tirol ist das heute wohl ein Fremdwort. Bekannter sind da schon die Schimpfworte Karner oder Laninger. Gemeint sind die sogenannten Fahrenden, die keinen festen Wohnsitz hatten. Von den Jenischen im Tiroler Oberland gibt es heute kaum noch Spuren. Aber mit einer aktuellen Ausstellung im Ötztal und einem Buch versucht man jetzt an die leidvolle Geschichte der Jenischen zu erinnern. Sieglinde Schauerglatz wurde schon als Baby in eine Pflegefamilie im Ötztal gegeben, als uneheliches Kind jenischer Eltern. Ihre leibliche Mutter Maria Glatz handelte mit Stoffen und war permanent unterwegs. Schon als kleines Mädchen spürte Sieglinde, dass sie im Dorf schief angeschaut wurde. Und hat gesagt, wenn kehrten das Madele und dann haben sie zusammengeflüstert, ja. Es war, also ich habe schon das Gefühl gehabt, ich war jetzt nicht von was Positiven. Und die Kirchen war ja sowieso gegen Jenische. Also ich war beim Pfarrer nichts Wohlwollendes. Mhm. Ich bin eher, wie soll man sagen, ja, an mir hat es schon auslassen. Die sogenannten Fahrenden selbst bezeichneten sich schon lange als Jenische. Im 18. Jahrhundert wird der Begriff erstmal schriftlich erwähnt. Die sesshaften Tiroler Bauern hatten ganz andere Ausdrücke parat. Die nicht-jenische Bevölkerung spricht eher von Karnern, Dörchern, Laningern. Das sind bei uns so die häufigsten Begriffe in allen Abwandlungen. Da gibt es Verben, Karnern oder streiten wie die Karner. Ein negativer Begriff, ganz klar. Eine kleine Ausstellung im Gedächtnisspeicher in Lengenfeld versucht, die Geschichte zu erzählen. Doch bittere Armut hinterlässt wenig Spuren. Der typische Karren der Fahrenden steht im Zentrum. Rare Fotografien. Karge Behausungen, dort aufgebaut, wo niemand anderer wohnen wollte. Keine Schnappschüsse vom Campingurlaub. Ein Messerschleifgerät verweist auf die mobilen Berufe als Besenbinder, Pfannenflicker oder Rosshändler. Die Schau zeigt den Gegensatz zwischen der romantischen Verklärung dieser so ungebunden lebenden Menschen und der Diskriminierung. Ein Blick der Wohlhabenden auf die Armen. Bettlerfiguren aus kostbarem Elfenbein schmückten die Kommoden von sesshaften Bürgern. Konflikte waren vorprogrammiert. Im soeben erschienenen Buch werden Aspekte dieser Geschichte wissenschaftlich aufgearbeitet. Themen, die bis heute aktuell sind. Man hat oft das Gefühl, dass es logisch ist, wenn jemand eine andere Sprache hat oder andere Hautfarbe hat, dass der ausgegrenzt wird. Aber dass das eigentlich schon viel vorher passiert, dass das sogar mit Menschen, die Tiroler Namen haben, die Tiroler Geschichte haben, die immer nur hier im Land waren und nie weggekommen sind, dass auch die ausgegrenzt werden, zeigt für mich sehr deutlich, was in unserer Gesellschaft passiert und worauf man auch achten muss. Wie viele Menschen mit jenischen Wurzeln heute in Tirol leben, weiß niemand so genau. Viele wollen nichts davon wissen. Sieglinde Schauerglatz wünscht sich, dass sich das ändert. Dass sie sich immer mehr bekennen dazu. Und dass sie auch Freude dran haben. Und auch vielleicht sogar an Stolz. Das würde ich mir wünschen. Für Ihre Ausstellungen sind die Ötztaler Museen übrigens mit dem Tiroler Museumspreis 2021 ausgezeichnet worden. Wir gratulieren.